Friede sei mit dir, O Aba Abdullah. Friede sei mit Hussein. Friede sei mit Ali, Sohn des Husseins. Friede sei mit den Kindern von Hussein. Und Friede sei mit den Freunden von Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Alhamdulillah, treffen wir uns ein weiteres Mal und wir nutzen die Gelegenheit, um über die Ereignisse von Karbala zu sprechen. Vorab möchte ich eine Überlieferung von Imam al-Ridha alayhi salam erwähnen. Imam Ali al-Ridha alayhi salam sagte einst, am Tage des jüngsten Gerichts werden die Bücher der Taten geöffnet und dem Menschen werden zuerst seine schlechten Taten gezeigt. Er wird blass, fängt an zu zittern und bekommt große Angst. Danach werden ihm die guten Taten gezeigt und er bekommt wieder Freude und Hoffnung. Jedoch entsteht in ihm Zweifel, denn er weiß nicht, welche Taten überwiegen nun, die guten oder die schlechten. Und in der Überlieferung heißt es weiter, ihm werden dann die Taten gezeigt, die er machen wollte, jedoch nicht dazu kam. Und er sagt, oh Gott, das sind Taten, die ich nicht begangen habe. Und Gott spricht daraufhin und sagt, ich weiß, jedoch du hattest die Absicht, diese zu tun. Und deswegen schreiben wir diese dir zu. Wir haben in den letzten Tagen mehrmals über die Absicht gesprochen und gestern haben wir hauptsächlich über die Verbindung mit unseren Imamen und somit auch mit Gott. Weiterhin haben wir auch erkannt, wie viel Wert die Imame alaihim salam darauf legen, dass wir ständig in Verbindung mit unserer Religion, mit Gott, mit den Imamen, mit den Propheten sind und stehen. Und wir haben auch einige Beispiele erwähnt, einige aus dem Alltag, um zu erkennen, wie viele Möglichkeiten Gott uns gegeben hat, diese Rechtleitung ständig anzustreben bzw. ständig zu folgen. Eins davon war zum Beispiel der Gruß an Imam Hussein a.s. beim Wassertrinken, weiterhin die Verrichtung der Niederwerfung im Gebet auf die Erde von Karbala. Und es gab noch weitere Beispiele, die wir im Alltag ausnutzen können, um davon zu profitieren. Das Wichtigste jedoch dabei war, dass die Absicht stimmen muss. Wenn die Absicht nicht da ist, nicht stimmt, dann nutzt auch die Tat nicht. Auf der anderen Seite haben wir auch etwas über die Geschichte, über den Verlauf der Reise von Imam Hussein a.s. und seine Anhänger von der Familie des Propheten von Mekka nach Richtung Kufa. Und heute lasst uns gemeinsam einen weiteren Teil der Ereignisse von Karbala betrachten. Lasst uns über eine besondere Person, und zwar Muslim ibn Aqil, Muslim Sohn von Aqil, sprechen. Welche Rolle er im Verlauf der Ereignisse von Karbala annimmt oder übernimmt. Und zwar, wir haben gestern teilweise erwähnt, dass Muslim ibn Aqil, Sohn von Aqil, der Cousin von Imam Hussein a.s. ist und Aqil war somit auch ein Bruder von Imam Ali a.s. Das heißt, er gehört der Familie des Propheten. Während der Imam Hussein a.s. sich auf den Weg machte nach Kufa, schickte er seinen Gesandten vor, um ihn über die Angelegenheiten der Leute in Kufa zu berichten. Und er gab ihm auch einen Brief, in dem es hieß, ich habe euch, meinen Gesandten, meinen Cousin und einer der vertrauensvollsten meiner Familie geschickt, um mir über eure Angelegenheiten zu berichten. Wenn seine Berichte dem entsprechen, was ihr mir geschrieben habt, dann werde ich bald bei euch sein. Ihr sollt euch auch darüber bewusst sein, dass der Imam Allahs Buch folgt
und Allah in allen Angelegenheiten mit Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Wahrheit folgt und dient. Muslim ibn Aqil machte sich erstmal auf den Weg nach Medina, um den Abschied von seinen Freunden, von seinen Familienanhängern zu nehmen und natürlich auch um den Propheten zu besuchen und Abschied zu nehmen, denn das ist der letzte Besuch. Danach macht er sich auf den Weg nach Kufa. Wie wir gestern erwähnt haben, er wurde in Kufa mit Geistfreundschaft empfangen und er traf sich mit den Anhängern, mit den Führern der Stämme in Kufa. Und somit bekam er ungefähr, oder laut Überlieferungen, um die 18.000 Anhänger, die dem Imam ihren Treueid geleistet haben. Zu dieser Zeit war der Machthaber in Kufa eine Person, die keine starke Persönlichkeit hatte. Und zwar, er hieß An-Nu'man ibn Bashir. Er war nicht so gewaltsam wie die anderen Anhänger von Yazid und allgemein der Umayyaden. Dementsprechend tat er nicht viel gegen den Aufstand von Muslim ibn Aqil. Und die Umayyaden warfen ihm somit vor, dass er schwach sei und dass er somit die Macht der Umayyaden nicht schützt und das Ganze auf die leichte Schulter nimmt. Er antwortete daraufhin: Mir ist lieber schwach, jedoch in Zufriedenheit Gottes zu sein, als stark, jedoch im Zorn Gottes zu sein. Wenn die Umayyaden so eine Antwort hören, das ist sozusagen wie ein Schlag oder eine Beleidigung für die. Dementsprechend schrieb die umayyadische Partei die Regierung in Scham an, dass sie so schnell wie möglich reagieren sollen, bevor der Aufstand sich verbreitet in Kufa. Und die haben auch Yazid geschrieben, er soll schnellstmöglich einen Nachfolger für diesen schwachen An-Nu'man zu finden. Daraufhin schrieb Yazid, wie wir gestern auch gesagt haben, Ubaydullah bin Ziyad, sein Gouverneur aus Basra, dass er die Macht in Kufa übernehmen soll. Als Ubaydullah bin Ziyad die Kufa erreichte, hatte er sich schnellstmöglich mit den Leuten getroffen. Und er hat ihnen davon berichtet, dass er der neue Machthaber ist, der neue Führer. Und er hat die davon abgeschreckt, dass jeder, der gegen der Regierung agiert, in jeder Form mit der Todesstrafe bestraft wird. Da hat es angefangen bei den Leuten, dass sie untreu werden, dass sie langsam daran zweifeln, wirklich Muslim ibn Aqil zu folgen. Muslim ibn Aqil, radhwanullah alayhi, ist zuerst bei Al-Mukhtar al-Thaqafi in seinem Hause untergekommen. Danach hat ihn Han ibn Urwa eingeladen zu seinem Haus. Und dies geschah alles in sozusagen Heimlichkeit oder war alles nicht offensichtlich für die Leute. Nur die engsten Freunde konnten sich mit Muslimen treffen und über die Entwicklung des Aufstandes informieren. Ubaydullah ibn Ziyad schickte natürlich seine Spione und hat versucht, den Ort zu erkennen, an dem sich Muslim befindet. Und das ist ihm auch leider gelungen. Daraufhin wurde Han ibn Urwa festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Als Muslim davon erfahren hat, hat er auch erahnt, dass ihm auch das Gleiche bald geschehen wird. So hat er sich entschlossen, seinen Aufstand offensichtlich und der Öffentlichkeit zu halten. Er erzählte den Leuten, seinen Anhängern, aber von den 18.000 sind nicht viele übrig geblieben. Es waren um die 4.000 nur noch. Und da kamen weitere Spionen und haben weitere Angst, Verführungen verbreitet. Während Muslim ibn Aqil das Gemeinschaftsgebet mit seinen Anhängern verrichtete, begannen die Leute während des Gebetes abzuhauen, wegzulaufen. Und als Muslim sein Gebet beendete, drehte sich um und sah niemanden. Was ist das für ein Gefühl? Laut einer Überlieferung hat er nur noch eine Person gesehen und er fragte sie,
warum bist du nicht weggelaufen? Warum bist du nicht mit den anderen abgehauen? Und die Person antwortete, oh mein Herr, ich würde gerne, jedoch habe ich eine Behinderung an meinem Bein. Das heißt, er hätte es vorgehabt. Muslim bin Aqil war sich klar, er hat keine Chance mehr. Hat versucht, die Stadt zu verlassen, aber Ubaydullah bin Ziyad natürlich hat alle Zugänge, die Eingänge oder Ausgänge der Stadt geschlossen und keiner konnte die Stadt verlassen bzw. betreten, nur mit seinem Erlaubnis, mit seiner Erlaubnis. Und somit blieb Muslim bin Aqil alleine in Kufa, wusste nicht, wo er Zuflucht finden kann und blieb an einer Haustür stehen. Als die Frau, die in jedem Haus gewohnt hat, es bemerkt hat, da steht ein fremder Mann, fragte sie ihm, was möchtest du, fremder Mann? Er sagte, ich hätte gerne Wasser. Sie gab ihm Wasser und er ist nicht fortgegangen. Als sie ihn erkannte, dass das ein Gesandter, der Cousin von Imam Hussein a.s. ist, hat sie ihm Zufluchtmöglichkeiten angeboten, um die Nacht in ihrem Haus zu verbringen. In einer späteren Stunde in der Nacht kam ihr Sohn. Und er hat erkannt, dass die Person, die von Ubaydullah ibn Ziyad gesucht ist, in seinem Hause ist. Und hier hat seine Liebe zum Diesseits ihre Wirkung aufgenommen. Und wir haben auch in den letzten Tagen erwähnt, die Liebe zum Diesseits, dieses Leben, ist der Anfang aller Sünden. Er wollte die Belohnung von Ubaydullah ibn Ziyad bekommen und dementsprechend hat er seinen Anhänger verraten, wo Muslim ibn Aqil sich befindet. Am nächsten Tag war das Haus umringt von den Soldaten. Muslim ibn Aqil hat versucht, sie zu bekämpfen. Jedoch alleine gegen eine Truppe kann er nicht viel tun. Und die Übermacht hat ihn überwältigt. Er wurde festgenommen, ins Gefängnis gebracht. Und daraufhin ist die Entscheidung getroffen über seine Hinrichtung. Er wurde auf dem Dach des Schlosses gebracht. Nachdem sein Hals geschlagen wurde, wurde sein Kopf und sein Körper vom Dach des Schlosses runtergeworfen. Danach wurde sein Körper durch die Stadt gezogen, um die Leute davon abzuschrecken. Das ist euer Ende, falls ihr etwas gegen die Regierung vornehmen wollt. So viel zum geschichtlichen Teil. Es wird überliefert, dass Muslim bin Aqil oder dass Ubaydullah bin Ziyad Muslim vor seiner Hinrichtung fragte, hättest du noch Wünsche offen? Und Muslim hatte natürlich einige. Einerseits wollte er Imam Hussein die Nachricht geben, komm nicht mehr zu Kufa, die Leute haben sich anders entschieden. Da hat sich Ubaydullah bin Ziyad verweigert, diesen Wunsch zu erfüllen. Ein anderer Wunsch war jedoch, Muslim bin Aqil wollte seine Rüstung verkaufen, um eine Schuld zu begleichen. Das war eine seiner Sorgen am Tage oder an dem Moment, in dem er hingerichtet wird. Eine Schuld zu begleichen. Anstelle an seine Kinder, an seine Familie zu denken. Was erkennen wir hier? Wir haben auch im Verlauf der Geschichte, wie gesagt, die Details, was im Hause dieser Frau Taua zustande kam. Jene Frau, die am Anfang Angst hatte, diesen Mann gefürchtet hat, hat ihm Zuflucht angeboten, während alle Leute ihn alleine und einsam in Kufa gelassen haben. Hier, wenn wir diese Details genau betrachten, fällt uns eine Tatsache auf, und zwar die gesunde Basis, die ein Mensch haben sollte. Wie gesagt, auf der einen Seite, Muslim denkt an seine Pflichten gegenüber Gott, gegenüber seiner Religion, in dem Moment, in dem er hingerichtet wird. Und diese Frau folgt ihrer Liebe zu Imam Hussein a.s., zu Ahlul Bayt, zum Propheten, und trotz der Bedrohungen der Umayyaden bietet dieser Person Muslim Zuflucht in ihrem Hause. Auf der anderen Seite finden wir ein Beispiel für die ungesunde Basis.
und zwar der Sohn dieser Frau. Wir haben in den letzten Tagen über die aufrichtige Absicht gesprochen und wie das Wort es eigentlich selbst beschreibend ist, Basis, also wenn die Grundlagen nicht stimmen, dann kann auch die Absicht nicht aufrichtig sein und somit auch die Taten und so weiter und so fort. Deswegen sollte eigentlich jeder von uns sich hinterfragen, ist meine Basis gesund, ist meine Absicht gesund? Wie wir zum Beispiel einen Arzt besuchen, wenn wir Schmerzen in unserem Körper fühlen, Zahnschmerzen, Augenschmerzen, Kopfschmerzen und ähnliches, sollten wir auch bei sogenannten seelischen Krankheiten einen Arzt besuchen oder vielleicht uns hinterfragen, wie kann ich mich helfen, wie kann ich mich heilen dabei von dieser Krankheiten? Und dafür gibt es einige Indikatoren, die wir nutzen können, um die Krankheiten zu erkennen, in erster Linie um und später zu heilen. Einer dieser Indikatoren ist das Gebet. Wie respektiere ich das Gebet? Und wie gehe ich mit dem Gebet um? Bete ich durchgehend oder nur an bestimmten Orten, an bestimmten Zeiten und vielleicht, wenn ich gute Laune habe oder Zeit dafür habe? Hier sollte erwähnt werden, dass beispielsweise, wenn ich in Ramadan alle Gebete verrichte oder in den 10 Nächten von Al-Qadr, das ist kein Indikator. Wenn ich vielleicht in die Moschee komme und all meine Gebete verrichte, ist auch nicht wirklich ein Indikator, ein wahrer Indikator für mich selbst. Ein Indikator ist, wenn ich mir die Frage stelle, verrichte ich auch mein Gebet pünktlich und durchgehend auch weit von den Augen der Menschen, wenn ich einsam, wenn ich alleine zu Hause bin. Ein weiterer Indikator sind die heiligen Orte, zum Beispiel die Gebetsstätte, Grabstätte der Imame oder zum Beispiel das Haus Gottes. Es gibt einige Menschen, die in Karbala beim Besuch des Imams a.s. sich mit anderen Sachen beschäftigen. Vielleicht beim Einkaufen gehen oder sich unterhalten, Witze erzählen, auch sogar in der Zeit von Pilgerfahrt, beim Hajj, beim Haus Gottes. Beschäftigen Sie sich mit anderen Sachen. Hier sollte jemand sich die Frage stellen, ist meine Verbindung mit Gott, mit den Imamen ehrlich oder ist das nur, damit die Menschen von mir nicht falsch denken. Und der dritte Indikator, und in dem Fall auch der letzte, was wir heute erwähnen, sind die Trauerveranstaltungen für Ahlul Bayt und insbesondere für Imam Hussein a.s. Alhamdulillah, wir haben das Glück bekommen, hier anwesend zu sein, aber trotzdem sollten wir uns fragen, sind wir hier anwesend nur, weil meine Freunde mich eingeladen haben? Oder damit sie mich nicht tadeln, warum ich nicht gekommen bin? Bin ich nur hier, damit die Menschen von mir nicht falsch denken? Oder bin ich hier, um eine Bereicherung für mich, für meine Religion zu erlangen? Bin ich hier, um wirklich um Imam Hussein a.s. zu trauern? Nicht um Person X und Y. Das sollte jeder von uns sich fragen. Soweit, das sind 3 Indikatoren, die wir vielleicht mitnehmen sollten, um am Ende nicht halt auf die falsche Basis zu gelangen und damit vielleicht, wenn wir an die Überlieferung von Anfang denken, damit wir die Zeit oder unser Leben, wie wir die Tage verbracht haben, zu bereuen. Bevor ich das Ganze noch in die Länge bringe, möchte ich noch eine Überlieferung erwähnen, und zwar von Imam Rida a.s. Er sagt, die Leute der Hölle werden deswegen in der Hölle verweilen, ewig, weil sie ewig gesündigt hätten, wenn sie ewig für die Ewigkeit im Diesseits gelebt hätten. Und die Leute des Paradieses werden im Paradies deswegen ewig verweilen, weil sie Gott ewig gedient hätten, auch wenn sie für immer gelebt hätten im Diesseits. So ist die Frage,
wie respektiere ich meine Pflichten, meine Aufgaben, die die Religion mir zuschreibt? Respektiere ich das Gebet, auch wenn ich das vielleicht als Dankeschön an Gott, der mir diese Rechtleitung geschenkt hat, der mir vielleicht die Erkenntnisse der Imame, der Ahlul Bayt geschenkt hat, dass ich nicht auf dem falschen Pfad geboren oder gekommen bin. Inshallah, in den kommenden Nächten werden wir genauer auf die Bedeutung des Gebetes und welchen Bezug diese zu dieser Verbindung mit unseren Imamen und insbesondere auch mit Gott für uns hat. In dem Sinne, Friede sei mit dir, ya Aba Abdullah, o Hussein. Friede sei mit Ali, Sohn des Husseins. Friede sei mit den Kindern von Hussein. Und Friede sei mit den Freunden von Hussein. Ich bedanke mich bei eurer oder für eure Aufmerksamkeit. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad.